Wir hatten heute bei Finanzmarktwelt eine interne Diskussion über die Frage, bilden Aktienmärkte überhaupt noch das ab, was man als Zukunftsprognose bezeichnen kann, oder ist das eigentlich nur noch Bullshit? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem durchaus provokanten Titel. Wenn man sich mal die letzten 100 Jahre oder sogar länger anschaut an den Aktienmärkten, dann haben diese Aktienmärkte eigentlich eine ziemlich gute Prognosefähigkeit gehabt, so gut Menschen eben Prognostiker sind und designen können, haben Aktienmärkte oft Rezessionen vorhergesagt, Aufschwünge vorhergesagt und das schon deutlich, bevor eben diese Aufschwünge oder diese Rezessionen gekommen sind. Aber seit die Notenbanken die Märkte manipulieren, und das tun sie vor allem dadurch, dass sie den Zins abgeschafft hat und damit im Grunde das Risikosignal, wenn ich den Zins abschaffe, schaffe ich Risikosignale ab, dann ist irgendwie alles gleich, dann macht alles keinen Unterschied mehr. Deswegen haben wir ja die Situation, dass eine griechische 10-jährige Staatsanleihe deutlich weniger rentiert, deutlich weniger Risiko zu enthalten scheint, als etwa eine 10-jährige US-Staatsanleihe. Macht ja per se schon mal gar keinen Sinn, wenn man sich die Staatsfinanzen Griechenlands anschaut. Aber das ist nur ein Symbol dafür, was da eigentlich schiefläuft. Das betrifft natürlich vor allem auch die Anleihemärkte. Da kann man ja teilweise gar kein KGV, kein Kurs-Gewinn-Verhältnis mehr messen. Das kann man bei Aktienmärkten immerhin, bei den allermeisten Aktien zumindest, kann man das noch tun. Und wir sind beim S&P deutlich über 19. Das ist historisch teuer, aber noch nicht total außerhalb jeder Vorstellungskraft, auch wenn einige Einzelwerte da durchaus mit reinspielen. Heute, und das ist typisch im Grunde, sind die Aktienmärkte, ist vor allem die Wall Street nach oben gegangen, weil folgende Meldung kam: China will offenkundig die HNA Group retten. Das ist eines der Fortune 500 Unternehmen, also eines der 500 größten Unternehmen der Welt. HNA Group ist ein Konglomerat, das offenkundig jetzt in Schieflage geraten ist, und das ist ein sehr wichtiges Konglomerat in China, denn da gehören wahnsinnig viele Fluglinien dazu, da gehört der Sektor Tourismus dazu, Capital Holdings sind dazu, das heißt, da ist man zum Beispiel auch mit Investitionen im Ausland tätig. 25% von Hilton Worldwide etwa gehörte der HNA Group. Da ist man im Logistikbereich, in vielen, vielen Bereichen wie Medien, Entertainment. Man hat Anteile auch im Ausland etwa an Brazilian Airlines, an Air Portugal, wie sie alle heißen, in verschiedenen Sektoren, in verschiedenen Bereichen. Und nun ist diese Gruppe offenkundig, die hoch verschuldet ist, ist offenkundig in Schieflage. Und der Staat China hat angedeutet, hier rettend einzugreifen. Das ist eigentlich ja nicht unbedingt eine Hurra-Meldung, aber die Aktienmärkte machen daraus eine Hurra-Meldung, weil sie sich sagen, ist doch schön, wir sehen doch, dass da All-In gegangen wird von Staaten und von Notenbanken. Was also soll schiefgehen? Aber es ist doch die Frage mal erlaubt, wäre es nicht viel besser, wenn die HNA Group, wenn andere nicht in solchen Schwierigkeiten wären, ist das schon mal eine gute Nachricht, wenn einer, der am Boden liegt, aufgehoben werden muss und das wiederum auf Kosten neuer Verschuldung. So richtig erschließt sich mir der Sinn dieser Freude, dieser Party daher nicht. Aber es ist eben der Fall, und wir sehen die Notenbanken, wie sie hier agieren. Schauen wir uns mal an, wer alles dabei ist, die Geldpolitik zu lockern, die FED, die EZB, Bank of England, Bank of Japan, die schweizerische SNB, und man kann das beliebig fortsetzen, wenn wir uns mal die Bilanzsummen der verschiedenen Notenbanken anschauen. Dann haben wir dann an erster Stelle die Schweizer Nationalbank mit 122% des BIPs, die Japaner kommen da mit 105%, die EZB mit 40% und die FED ist da noch praktisch ein harmloses Schaf mit 19%, obwohl die Notenbank heute mal einfach mal so in eine Repo Open Market Operation 48 Milliarden Dollar gepumpt hat. Was sind ja schon 48 Milliarden Dollar, meine Damen und Herren? Das ist ja eigentlich auf Link geschissen, nicht wahr? Da ist ja praktisch, das kannst du ja, das mache ich mir täglich, gell? Also ich gebe jeden Tag mindestens 50 Milliarden Dollar aus, wenn ich gerade Lust habe. Also das ist so ein bisschen das, was diese Geschichte auf den Punkt bringt. Es ist hier gar nicht mehr die Frage, hat das mit Realität zu tun? Ist das irgendwie ein Prognoseinstrument, die Aktienmärkte? Wie gesagt, bis zur Finanzkrise waren sie das eigentlich, soweit Menschen überhaupt dazu in der Lage sind, Prognosen abzugeben, war das so eine Art Schwarmintelligenz, die hat durchaus das beste Preisfeststellungsmodell gehabt, das es auf der Welt gibt. Nicht perfekt, man hat manches nicht gesehen, aber vieles hat man eben gesehen. Man sieht viel mehr als etwa Diktaturen sehen, das sehen wir jetzt in China, was da alles schiefgelaufen ist, rund um das Coronavirus.
Und dementsprechend sind freie Märkte eigentlich was Schönes, was Tolles, aber wir haben eben keine freien Märkte mehr, sondern wir haben finanzielle Repression, sodass jeder reingeht in diese Risikoassets, wo vielleicht noch Dividenden zu verdienen sind, wo irgendwie noch was rauszuquetschen ist. Er kann gar nicht anders, ob das fundamental Sinn macht oder nicht. Das steht scheinbar auf einem anderen Blatt, das keinen mehr interessiert. Ich finde aber, es macht nach wie vor Sinn, weil on the long run werden auch die Notenbanken diese Geschichte nicht wirklich so aufrechterhalten können. Schauen wir uns mal an, was ansonsten so los ist in Sachen Aktienbewertungen. Sehen wir, dass die Small Caps in den USA, also die kleineren Aktien, dass die eigentlich im Vergleich zum Vorjahr unverändert sind, jetzt mal mit Ausnahme des ultradefensiven Sektors Utilities, also Versorger, während eben es die FANG-Aktien sind, die vorwiegend hier ziehen, 16% sind sie gestiegen, was das Earnings per Share Growth betrifft. Also die haben wirklich noch auch Gewinnzuwächse, der S&P nur noch 2%, der S&P 500 und die Russell 500 Unternehmen minus 7%. In der Summe sind die Berichte, sind die Gewinne der US-Unternehmen rückläufig. Würden wir mal diese wenigen FANG-Aktien rausnehmen, das zeigt schon, dass da vielleicht ein gewisses Ungleichgewicht ist. Und wir sehen dieses Ungleichgewicht dann auch in der inneren Marktstruktur, etwa bei den 52-Wochen-Hochs oder 52-Wochen-Tiefs. Also wie viele Aktien erreichen ihr 52-Wochen-Hoch, praktisch höchste Stand eines Jahres, und wie viel 52-Wochen-Tiefs? Dann sehen wir, obwohl wir neue Höchststände im Nasdaq hier markieren, geht es mit diesen Werten nach unten tendenziell. Das heißt, immer weniger erreichen neue Hochs, und es sind die wenigen Großen, wie eine Apple, wie eine Amazon, wie eine Microsoft, wir kennen ja die ganzen Verdächtigen, die eben dann den Markt nach oben ziehen. Ob das wirklich so gesund ist, sei mal dahingestellt. Apropos gesund, schauen wir uns mal die Geschichte in Sachen Coronavirus an. Verschiedene Sektoren, und da sieht man schon, wer ist wirklich da betroffen. Da haben wir vor allem in Conference Calls oder in Earnings Calls, da wo also die Vorstandsetage den Analysten Bericht erstattet, haben wir Industriewerte, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Healthcare, Consumer Discretionary, also Gebrauchsgegenstände, Materials, Consumer Staples, und ganz am Ende überhaupt keine Rolle spielt es für Versorger, Utilities und eben für andere Sektoren. Aber hier gerade für diesen Tech-Sektor, gerade für eine Apple, die ja praktisch ihr gesamtes Equipment, ihre Verkaufsschlager aus China bezieht, ist doch da ein riesiges Risiko, das überhaupt nicht eingepreist wird. Die Umsatzwarnung von Apple mal 2% runter, heute wieder 2% drauf, als wäre nichts gewesen. Das zeigt so diese, naja, wie soll man sagen, Complacency, diese mangelnde Prognosefähigkeit der Aktienmärkte, die wir derzeit sehen. Und wir sehen das vor allem Optionen derzeit. Es sind die Märkte nach oben treiben. Früher hat man Optionen so als Absicherung benutzt. Man war physisch etwa mit einem Aktienportfolio auf der Longseite, hat Optionen, Put-Optionen dagegen gestellt, falls mal Rückschläge kommen, dass man damit den Optionen Geld macht. Inzwischen wird das Hauptgeschäft inzwischen schon mit den Optionen gemacht, und das führt dann zu Erscheinungen wie Virgin Galactic Holdings. Das ist die Firma von Richard Branson. Die wollen auch zum Mars fliegen, also so wie der Elon Musk von Tesla. Und hier sehen wir einen Vergleich zwischen Virgin Galactic Holdings und Tesla. Die Virgin ist noch viel krasser als Tesla. Und das zeigt schon, was da eigentlich der Fall ist. Und wir sehen hier die Optionen, wie die massiv nach oben schießen, das Optionsvolumen. Das heißt, hier wird mit Optionen gezockt. Das ist sozusagen das Charakteristikum. Der S&P 500, by the way, jetzt an der oberen Trendkanalbegrenzung seit dem Jahr 2009, also seit der Finanzkrise. Was soll schon schiefgehen? Wir haben die Notenbanken. Schauen wir uns die Charts an, was wir hier sehen. Ja, neues Allzeithoch. Wie sollte es anders sein? Nasdaq 100, der Treiber wieder mal. Der Markt, der am meisten hier zulegen kann, die Tech-Werte mit dem größten Exposure, eigentlich nach China, aber wer fragt danach? Niemand. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, wir sehen den S&P 500 3392, nur noch wenige Punkte bis zum symbolisch wichtigen Bereich, 3400 Punkte, wir sehen, dass der DAX es nicht ganz schafft, die 13.800 zu erobern, wir sehen Euro-Dollar aktuell immerhin jetzt wieder in Sichtweite der 1,08er Marke, Dollarstärke auf breiter Front, Schwäche des Euro auf breiter Front, Gold kann sich deutlich über der 1600 halten und Crude Oil kann noch weiter zulegen, Risk-On-Modus heute, weil eine umkippende große Gesellschaft gerettet wird, und das rechtfertigt ja steigende Kurse, eine Logik, die auf jeden Fall zwingend ist. Also die Aktienmärkte, die waren bis zur Finanzkrise durchaus
ein gutes Barometer für das, was möglicherweise kommt. Warum interessieren wir uns für die Finanzmärkte? Doch deshalb, weil bei diesen Finanzmärkten im Grunde die Erstbewertung von Informationen passiert. Es geschieht etwas und sofort wird das eingepreist, bepreist. Was bedeutet das für die Zukunft? Ist das gut für das, gut für dieses Unternehmen etc.? Aber diese Prognosefähigkeit, diese Eigenschaft der Aktienmärkte an der Schnittstelle der Informationsgesellschaft zu sein, die hat sich eigentlich erledigt. Das ist nur noch ein Casino geworden und man kann über den Exzess des Casinos froh sein und vielleicht damit Geld verdienen, aber man muss auf die Folgewirkungen, die da entstehen, hinweisen, und diese Folgewirkungen werden sein, dass das massiv irgendwann in sich konterieren muss, was zu stark expandiert ist. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Feierabend und sag Servus und ciao.